Hallo und guten Abend auf meinem Kanal Kuro Hacker Gaming. Ich bin Kuro und heute geht's weiter mit Spider-Man 2. Marvel's Spider-Man 2, um genau zu sein. Da waren wir ja am Überlegen. Das letzte Mal am Überlegen, ob wir erstmal in jedem Gebiet diese offenen Punkte machen. Ich glaube, das machen wir auch mal. Das sollte ja eigentlich nicht die Welt sein. Hui! Irgendwie kennen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie kommt das jetzt überall vor. Da sind wir auch schon. Vermisster Großvater im Prospect Park. Oh Mann, das sehe ich mir lieber mal an. Hallo. Spider-Man, danke fürs Kommen. Ich suche nach meinem Großvater Earl. Er wollte hier jemanden treffen. Und jetzt ist er weg. Und kannst du mir helfen, ihn zu finden? Gibt es irgendwelche Hinweise? Nur dieses Bild. Er hat es den ganzen Morgen angestarrt. Kommt mir bekannt vor. Eine Art Ausstellung. Wurde wohl vor circa 60 Jahren aufgenommen. Etwa zur selben Jahreszeit. Ich finde ihn. Keine Sorge. Mach schnell. Er ist auch verwirrt und ich will nicht, dass er sich fürchtet. Oder verletzt. Oder... Was? Weg. Keine Angst. Ich finde ihn. Hallo? Da steht zwar Dreieck verkleinern, aber... Es war nicht Dreieck, es war die gleiche Taste wie das Vergrößern. Sinnlos. Kein Großvater, aber vielleicht finde ich Hinweise. Ja. Ich möchte hier Hinweise finden, aber hier sind doch keine. Hallo. Wird denn niemand mit mir sprechen, oder was? Kuckuck. Hast du noch was loszuwerden?
Oh. Gut, ich hab. Kein Wunder, ich hab total den falschen Skill genommen. Ah, sinnlos. Diese Blumen am Seelöwenbecken. Ist da noch etwas? Mein wunderbarer Earl. Ja, das ist der. Mein wunderbarer Earl. Heute ist es sonnig, etwa 30 Grad. Der Himmel ist blau und klar und wunderschön. Ich bin heute durch den botanischen Garten geschlendert. Ich bin denselben Weg gegangen, den du und ich gegangen sind, als wir jung und verliebt waren. Ich musste lachen, als ich daran dachte, wie nervös du warst. Deine Handflächen schwitzten so sehr, dass ich dachte, du würdest ohnmächtig werden. Du warst einfach so einfach zu süß. Ich bin sicher, dass du diese Geschichte inzwischen satt hast. Ich muss immer wieder an diesen Spaziergang denken. Ich würde alles geben, um diese Zeit zurückzukehren. Ohne dich scheint die Sonne heute nicht so hell, aber wenn ich meine Augen schließe, gibt mir ihre Wärme das Gefühl, dass du direkt neben mir bist. Mach dir keine Sorgen, denk einfach an die große Umarmung, die ich dir geben werde, sobald du nach Hause kommst. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Billy. Hey, ich habe deinen Großvater noch nicht gefunden, aber eine Notiz für ihn. Über einen botanischen Garten. Meine Großeltern sind am Wochenende immer durch den botanischen Garten spaziert. Dort muss er bestimmt sein. Auf dem Inhalator steht Großvaters Name. Weit kann er nicht sein. Wenn ich herausfinde, was in dem Inhalator ist, kann ich bestimmt eine Spur zu Großvater aufnehmen. Dann schauen wir mal. Ah, das war falsch. Ich habe mich jetzt gerade leicht dämlich angestellt. Gut. Aber jetzt. What the fuck? Halt dich von mir fern. Das stimmt nicht. Die größte Party aller Zeiten. Ah, ups. Okay.
Ich hab's. Hi, dein Großvater ist nicht im Garten. Aber ich konnte mit seinem Inhalator eine Spur aufnehmen, die mich direkt zu ihm führen dürfte. Oh nein, wirklich? Bitte beeil dich. Sein Leben hängt von diesem Ding ab. Oh. Ich habe gerade so viel Stress. Und manchmal fühlt es sich an, als müsste ich mich um ihn kümmern. Aber ihn vielleicht zu verlieren? Ich will einfach nur bei ihm sein. Es stimmt nicht mit mir. Geh nicht so hart mit dir ins Gericht. All seinen Aufgaben nachzukommen ist schwer. Glaub mir. Ich verstehe das. Da war auch gut zu Fuß, der Opa. War ziemlich gut zu Fuß. Leider nicht gesehen. Oh, was sind die denn für Wege gelaufen? Er ist ein Rasenlator. Opa ist ein Rasenlator. Einfach mal Vollkontakt. Hab ihn am See entdeckt. Ich bleib bei ihm, bis du hier bist. Wirklich? Bin unterwegs. Bleib, wo du bist. Hallöchen, Sir. Spider-Man? Egal, was du denkst, ich war's nicht. Ihre Enkelin sucht nach Ihnen, Sir. Enkelin? Sag ihr, ich bin bald wieder zurück. Hier habe ich meiner Frau den Antrag gemacht. Genau hier, an dieser Stelle. Mann, Sie lassen den Rest von uns aber mies aussehen. Wie lief's? Erst mussten wir in den Zoo. Ich kenne niemanden, der Tiere mehr liebt als diese Frau. Ich war nervös. Ich wollte sie bei den Erdmännchen fragen. Sie sagte, sie seien wie ich. Aber ich war so nervös, Mann. Ich konnte gar nicht klar denken. Wir verließen den Zoo und liefen bis hierher. Sie? Wenn du sie gesehen hättest. Perfekt. Aber ungeschickt. Ist fast in den Teich gefallen. Mit dem Gesicht zuerst. Warst du je verliebt, Spider-Man? Bestimmt. Vielleicht. Es ist so schön. Es gibt nichts Schöneres. Kann ich dir etwas sagen, Spider-Man? Erzähl. Ich werde immer schwächer. Es ist beängstigend. Ich dachte, ich wäre bereit, aber nichts macht einen bereit. Nichts. Aber wenn ich hier bin, ist es, als wäre sie auch da. Als würde ich alles nochmal erleben. Ich bin nervös, schwitze und alles. Dann sehe ich in ihre Augen und fühle mich wie zu Hause. Ich war an dem Tag so nervös, Spider-Man. Ich hätte fast gar nicht gefragt. Und es ist, als hätte ich geblinzelt. Und weg ist sie. Tut mir leid. Du meintest, meine Enkelin würde nach mir suchen? Lass uns zu ihr gehen. Natürlich bist du hierher gekommen. Sorry, dass ich dich verloren habe. Ich bin doch weggelaufen. Aber Spider-Man hat gut auf mich aufgepasst. Wir haben über deine Großmutter geredet. Ach ja? Sie liebte diesen Ort, nicht wahr? Ich glaube, wir waren jedes Wochenende mit ihr hier. Haben endlich gehört. Das kann gut sein. Ich weiß nicht viel, aber ich weiß, dass sie dich geliebt hat. Ich weiß, Großvater. Sie sagte immer, Tascha, wenn du das Sandwich nicht isst, essen sie es. Tascha, du bist so witzig wie sie.
ist zu witzig. Genau. Sag noch eigentlich, was ist das? Sag noch so großmaulig. Müsste ja eigentlich alles easy zu finden sein jetzt hier. Die bisschen Sammelsachen hier. Doch nicht so leicht zu finden. So witzig. Da muss jemand lernen, seine gestohlene Technik zu verstecken. Das ist nicht gut versteckt. Jetzt mal ran. Kann auch nicht so schwer sein. Wenn ich die nicht gleich finde, dann mache ich das lieber dann offscreen. Man hat 1901 mit ihrem Bau begonnen. 1909 war sie fertig. Als Kind hielt ich sie schon für alt. Aber jetzt... Die Geschichte dieser Stadt ist wirklich erstaunlich. Sagst du das? Sehr erstaunlich. Kommt schon. Kann doch nicht so schwer sein.
fällt gerade ein, ich sollte mal kontrollieren, ob ich wieder Passanten ansprechen kann. Wir wissen, dass du bei der Polizei warst. Bingo. Ich sehe das klare Feuer. Das reicht. Verbrennt ihn. Oh, aber das hat gesessen. Bonusziel erreicht, das zählt. Jetzt übernimmt die Feuerwehr. Alles gut gelaufen. Offensichtlich. Hey! Zu untersuchen. Die Kristalle werden jetzt anspruchsvoller. Jetzt werde ich ihnen folgen. Herausfinden, wer sie sind. Ich lande in dieser verlassenen Schule in Harlem. Und ich fange schon an, das zu bereuen. Marco dachte, niemand könnte ihm helfen. Der Typ tut mir leid. So, was kann ich jetzt hier?
herstellen. Geht voran mit diesen Anzügen. Ich bin beeindruckt. Ich muss aber sagen, ich vermisse so ein bisschen die U-Bahn, dass man die relativ schnell fahren konnte. Hat ja voll Spaß gemacht und so. Den New Yorkern ja lassen. Und das meine ich ganz ehrlich. Wenn irgendwo Spaß zu haben ist, sind sie sofort dabei. Natürlich sind sie sofort dabei. Das sind New Yorker. Oh nein! Sag mal lieber nicht, wie nah ich einem fast explodierenden Tankwagen gekommen bin. Ich sag jetzt lieber nicht, dass ich fast verreckt bin. Ihr habt alles nichts gesehen. Also ihr habt nichts gesehen. Ihr habt überhaupt nichts gesehen. Das irgendwie anders vorgestellt mit den Suchen von dem Kram. Ich dachte, das geht mit dem Scanner relativ schnell, weil der hat ja eigentlich einen großen Radius, aber irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass das schnell geht.
warst jetzt nur, weil wir das jetzt gerade angefangen haben. In diesem Bezirk. Weil wir diese zwei Sachen gefunden haben. Oder was fehlt eigentlich noch? Weil wir das letzte Foto gefunden haben. Gehen wir mit der Quest weiter. Theoretisch sieht es da drüben aus wie Proto. Kann hier nicht durchlaufen. Echt jetzt? Echt? Das ist jetzt für mich unlogisch. Ich hoffe, ihr kommt nächste Woche alle zur Messe. Ich will den Chili-Würstchen-Rekord knacken. Und der Krabben-Cocktail-Wettbewerb soll auch abgefahren sein. Bitte einmal! Traut sich jemand, zu spät. Mich herauszufordern? Hey, zahlst du für das Foto, Spider-Man? Ich mach nur Spaß, du bist cool. Nein, du bist radikal. Ich hab gehört, dass dieser Typ seine Hotdog-Brötchen in Tomatensaft taucht. Ich verstehe ja, dass man sie dann leichter runterbekommt, aber Tomatensaft? Also wirklich. So. Missionen. Es geht zurück nach Harlem. Hey Miles, ich hatte mich schon an deine Mailbox gewöhnt. Habt ihr einen Standort geschickt? Kommst du rüber? Hey, Onkel Aaron! Wie? Keine Zeit für deine Familie? Nein! Ich wollte dir nur Zeit geben. Nach deiner Freilassung. Nicht nötig. Außerdem müssen wir einiges klären. Ach ja? Bis bald, Kleiner. Was müssen wir denn klären? Dann finden wir raus, wer Leon Scorpion entführt hat. Ich habe das Gefühl, die Person hat was Großes vor. Achtung, Achtung, hier kommt die fliegende Spinne. Die Super Spider. Ist
Diesmal gehört der Kristall mir. Läuft denn bei euch Standtypen so? Die geben nicht auf! Da steht mein Name drauf. Ich wusste, du schaffst es, Spidey. Wieso steht da mein Name drauf? Ich finde sie. Und sie warten auf mich. Mit allen möglichen Waffen. Wo zum Teufel bin ich da hineingeraten? Mit Waffen auf ihn gewartet? Sie wussten, mit wem sie es zu tun hatten. Upsi. Super. Ich habe hier letzte Woche einen alten Großmeister gesehen. Jeder durfte ihn herausfordern. Und er hat gegen ein Kind verloren, das in meiner Nachbarschaft wohnt. Mann, sowas habe ich noch nie gesehen. Und? Okay. Mal sehen, was wir da haben. Sie umkreisen mich, Mira. Ich wünschte, ich wäre bei dir zu Hause geblieben, Kimia. Hätte dir bei den Hausaufgaben geholfen und das einzige Essen gemacht, das ich kochen kann. Das wäre? Aber jetzt ist es zu spät. Kimia ist Markos Tochter. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe mich nach Marco erkundigt. Ihm geht's immer besser. Er ist wieder bei Sinnen. Er isst sogar wieder. Die Ärzte sind zuversichtlich. Gute Arbeit. Bitte, danke. Hier war ja irgendwo Peter Parkers alte Wohnung.
da bricht jemand ein! Bin hier! Hört euch! So, den Nimmschwinger! Da wäre ich fast ins Schwitzen gekommen. Aber nur fast. Die Polizei hat wohl viel davon nicht beschlagnahmt. Da drüben ist ein Foto, das wird schon das. Der neue Distrikt sein. Eigentlich witzig. Dass man den Distrikt, wo man gerade drin ist, das nicht so gut erkennt. Als die Dinger, die außerhalb sind. Oh. Das wird das sogar dann groß angezeigt, die Dinger, die man noch nicht hat. Aber schon die Position gefunden hat. Sehr gut. Also eine Sache werde ich auf alle Fälle machen. Das nächste Mal werde ich
alle Positionen schon vorab mal scannen, dass wir dann im Stream das ordentlich ablaufen können. Ja, wirklich nervig. Gut versteckt. Hallo? Perfekt für Robin. Sag über soziale Medien, was du willst. Aber sie haben so vielen Läden beim Überleben geholfen, die früher einfach bankrott gegangen wären. Das stimmt. Die gelernt haben, das Internet zu benutzen. Die hatten. Dann gehen wir mal nach Harlem. Auf geht's. Oscorp.
Müssen wir das wirklich mit der Maske machen? Vielleicht. Ganz ruhig. Ich will nicht, dass mein Neffe mir nochmal in den Hintern tritt. Dein Dad hat mich immer genauso angeschaut. Kleiner? Martin Lee. Jemand hat ihn befreit. Ich weiß, was du denkst, Miles. Das ist nicht deine Schuld. Wir dürfen ihn hier nicht reinlassen. Das ist auch eine Art Gefängnis. Das ist nicht so einfach. Habe ich nie gesagt. Aber manchmal muss man die Vergangenheit abschütteln, um Platz für die Zukunft zu machen. Darum habe ich angerufen. Du musst was für mich besorgen. Ich könnte es selbst, aber durch die Bewährung ist Prowler in Rente. Was genau? Nur alte Technologie, die von der Straße muss. Versteckt in einem stillgelegten Roxanne-Labor am Central Park. Ja, das kenne ich. Lässt du den Prowler wirklich hinter dir? Hinter uns. Was vergessen? Wer hast du? Und Miles, was Lee angeht, tu nichts Dummes. Du nix Dummes, Miles. Ich mein's ernst, Miles. Der Kerl kann angeblich dein Gehirn in Rührei verwandeln. Lass es bleiben. Was gibt es sonst so bei dir? Wie läuft die Schule? College? Hast du eine Freundin? Ich weiß nicht. Also gibt's jemanden? Ich bin hier. Wonach suche ich? Sperr die Augen auf, Neffe. Als ich deine Maske hatte, habe ich sie mit Prowler-Code versorgt. Das sieht dir ähnlich. Das Versteck ist unsichtbar, bis es meinen Anzug-Code erkennt. Musst du noch den Schlüssel entziffern. Versuch's. Nicht schummeln. Nimm dir Zeit. Fertig. Nicht schlecht, Kleiner. Was soll ich jetzt machen? Noch ein Tor. Geht's nicht auf. Du wärst ein toller Prowler geworden. Jetzt solltest du versuchen, reinzukommen. Jo. Das ist abgefahren. Der gesamte Raum war versteckt?
Nicht schlecht. Endlich, was los ist? Wow, da versteckt. Alte Anzugprototypen. Darf sie behalten. Steckt gute Technik drin. Cool. Das kann ich brauchen. Ah, wenigstens stelle ich das gleich für beide gleichzeitig her. Nicht schlecht. Das finde ich gut. Hä? Die habe ich doch alles schon hergestellt. Ach ne, die Varianten. Hör zu. Das ist nicht das einzige Versteck. Onkel. Wer auch immer Liebe freit hat, meine Technik scheint genau ihr Ding zu sein. Sie soll nicht in die falschen Hände geraten. Damit vertraue ich nur dir. Okay. Verstanden. Die Koordinaten sind in der Maske. Danke, Neffe. Und wir sehen uns. Was Mar wohl dazu sagen wird? Miles, ich habe von dem Transfer gehört und von... Alles in Ordnung? Ja, Mar. Mir geht's gut. Ich habe Onkel Aaron gerade bei etwas geholfen. Ah. Wie geht es ihm? Er gibt sein Bestes. Das ist schön. Wir sehen uns zu Hause, Mar. Und bevor du wieder fragst, mir geht es wirklich gut. Versprochen. Hab dich lieb. Ab in die Stadt. Mal sehen, was los ist. Vielleicht finde ich dabei sogar Lee. Irgendwie bietet sich das an, wenn da oben eh nur eine Sache ist, das gleich mitzunehmen. Clubmesse. Bist du unterwegs? Oh, genau, die ist heute. Mr. Atlas wird hier sein. Er hat das beste Musiktechnologieprogramm weit und breit. Und es werden Stipendien vergeben. Ich habe so viele Fragen an ihn. Bin bald da. Das ist gut. Ich finde, sie hätte Sandman hier ausweisen sollen, bevor sie endlich. New York City, das Basketball-Mekka. Klar, man braucht nur einen Ball und einen Korb.
Aber wenn die Leute aus den Fenstern hängen, um zuzusehen, die Spieler sich gegenseitig angehen und die Bälle auf den Asphalt aufschlagen, kein Wunder, dass es als Spiel der Großstadt gilt. Ach, guck. Da sind ja ein paar Quests offen. Die Mission ist am Arsch der Welt. Ist irgendeine Mission näher dran? Anderes Beispiel. Ziemlich ruhig. Noch immer keine Spur von Leo oder den Typen, die ihn haben. Ob Pete wohl mehr Glück hat als ich? An einige Leserbriefschreiber beim Bugle und einige seiner Mitarbeiter. Meinungsfreiheit ist eine tolle Sache, aber wenn man eine Sache immer wieder wiederholt, wird sie nicht wahrer. Ist dem so. Dinge, die in dieser Stadt passieren, sorge ich mich, dass die Leute ihr Zuhause nicht mehr verlassen wollen. Ihr Leben aufgeben. Aber heute nicht. So, dann wechseln wir mal ins Spidey. So, wo ist jetzt diese Mission?
ich rufe gleich zurück. Chief Clark, alles okay? Wir sind dabei, ein durch Sandmans Angriff beschädigtes Krankenhaus abzureißen. Aber die Trümmer sind den Technikern im Weg. Wenn du mit deinen Netzen das Gebäude eine Weile vor dem Einsturz bewahren könntest, wäre das eine große Hilfe. Auf jeden Fall. Danke. Wir arbeiten weiter. Auch am Afterwelt. Demonstrieren ist nicht nur verfassungsmäßiges Recht in New York, sondern Bürgerpflicht. Vor allem, wenn ein multinationales Unternehmen unabsichtlich eine Biowaffe auf die Stadt losgelassen hat. Natürlich. Hey, kommst du zur Stiftung? Klar, ich bin gespannt, was du mir zeigst. Super, ich freue mich auch. Ups, MJ ruft gerade an. Bis später. Hey, wie geht's? Gut, ich habe gerade mit Harry telefoniert. Und das mit der Stiftung könnte echt spannend werden. Oh, gut. Bei mir gibt es ebenfalls Hoffnung. Ich weiß, welche Technik beim Gefangenentransport zum Einsatz kam. Hochmoderne DARPA-Technik. Wer auch immer das war, hat jede Menge Ressourcen. Warum? Malz glaubt, den Anführer gesehen zu haben. Das war nicht gut. So ein Großwildjäger-Typ mit Fellweste. Moment. Ich könnte ein neues Gebrauch. Ob auf der Bühne oder im Freien, wo kann man schon sonst jeden Tag Legenden und zukünftige Legenden auftreten sehen? London? Das ist echt weit weg. Sorry, MJ, das war wichtig. Jedenfalls, Malz glaubt, den Anführer gesehen zu haben. So ein Großwildjäger-Typ mit Fellweste. Interessant. Ich recherchiere weiter. Landet diese Story auf der Titelseite, finden wir sie vielleicht schneller. Und mein Job ist gerettet. Nicht schlecht. Ja, wollte ich die Leute nicht ansprechen. Entschuldigung. Hallo, wollte nicht mit mir reden. Oh, die Polizeistation. Hey, wie geht's? Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich mit Gloria geredet habe. Feast wird morgen einen Spenden-LKW für Mays restliche Sachen zum Haus schicken. Ich glaube nicht, dass ich bis dahin alles durchgehen kann. Kannst du das absagen? Ich verspreche, ich werde alles selbst spenden, sobald ich fertig bin. Mit allem. Ich rufe gleich an, aber... Wenn du mich hörst, Marco! Puppentheater interessiert mich nicht! Ich möchte nur helfen! Okay, wo ist der Sandkristall? Ich frage Sie, was Sie wollen. Und Sie sagen los. Die Bestie in mir. Aber so bin ich nicht mehr.
Schon lange, wie ich dir versprochen habe. Er hat es seiner Tochter versprochen. Deshalb haben wir Sandman so lange nicht gesehen. Ihretwegen. Und dann kamen die Verrückten aus dem Dschungel und haben alles kaputt gemacht. So. Die Koordinaten zeigen ein Versteck oben beim Braxton-Gebäude. Interessant. Ich darf also nur wirklich mit Miles das machen. Ernsthaft zu deinem Mist geschickt und vergessen, Leser zu erwähnen. Überhaupt nicht. Bisschen Leserschaden nie. Oder? Wurde einmal getroffen, wie deprimierend. Wie, da wären wir. Warum hast du Technik im Wolkenkratzer versteckt? Schon mal vom Braxton-Raub gehört? Nein. Ganz genau. Das war mein erster Raub als Prowler. Und auch mein erstes Mal mit einer Crew. Wir wollten dort Prototypen aus Braxtons geheimer Technikabteilung stehlen. Aber jemand hat uns alle verraten.
Wer? Hab ihren Namen nie erfahren. Aber sie war gut. Ein Profi. Eine Diebin, wie aus dem Bilderbuch. Ich war aber nicht sauer. Es war eine wertvolle Lektion. Langsam verstehe ich, warum du der zärteste Fall warst. Das war gut mit dem Versteck, Junge. Wer hat wohl Onkel Aaron überlistet? Das schaffen nicht viele Leute. Hallo? Los, kommt raus! Ich will euch poppen. Komm schon, gib mir doch einfach den Kristall und ich verschwinde hier! Sorry, Leute, aber ohne den Sandkristall gehe ich nicht! Okay, Marco, was geht in deinem Kopf vor? Erzähle. Ich sage, sie sollen uns in Ruhe lassen. Aber das ist ihnen egal. Sie schießen mit einem Netz auf mich. Sie versuchen, mich festzuhalten. Ehe ich mich versah, war ich satt. Ich könnte sie begraben. Ich schäme mich. Aber ich hatte keine Wahl. Ich muss zu dir zurück. Marco war hin und her gerissen. Er wollte niemandem wehtun. Uhu! Jetzt können wir hier Schnellreise machen. Wahnsinn. Zwei Orte. Also gerade hier ja irgendwo. Genau, das Fotoding gesehen. Gut, gut. Wir bräuchten eine neue Fotoserie, die sich nur um New Yorks Musik dreht. Ihren Einfluss auf die Communities hier, ihre Großartigkeit. Das kann man kaum auf ein Foto bannen, wobei, das ist nicht übel. So. Liebe Leute, danke fürs Zusehen. Leider nur ein bisschen kürzer heute. Aber irgendwie hat es nicht geklappt mit der Zeit heute. Dennoch danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß. Und wir sehen und hören uns das nächste Mal. Auf Wiedersehen. Tschüssi.